Hallo Leute, der Valrock wieder hier. Zurück mit Final Fantasy 8. Das letzte Mal haben wir das Fernsehgebäude gestürmt. Cypher hat den Präsidenten Galvadias versucht zu entführen und wurde dann von der Hexe Idea überredet, mit ihr zu kommen, wohin auch immer. Und nun sind wir ja auf der Flucht und versuchen Timber nach Möglichkeit zu verlassen. Xell schweigt immer noch, weil er vor dem Präsidenten ausgeplaudert hat, dass wir alle vom Balamp-Garden kommen. Und deswegen der Präsident gedroht hat, wenn ihm etwas passiert, dann wird der Garden dem Erdboden gleich gemacht. Ja, soviel zum letzten Mal. Scheint so, als wäre jeder müde. So, was ist dein Plan? Ja, mehr habt ihr mir nicht zu sagen. Mit dir da hinten kann ich wohl nicht reden, an dich komme ich gar nicht ran. Dann versuche ich halt mal zu gehen. Squall, irgendwas, irgendwelche Gedanken zu dem, wo wir jetzt hingehen? Wir müssen als erstes hier raus. Der erste Schritt ist, hier wegzukommen. Was meinst du? Garden Code Artikel 8, Zeile 7. 8, 7. In der Situation, dass die Rückkehr zum Garden nicht möglich ist, soll man sich beim nächsten Garden melden. Zum nächstmöglichsten Garden. Nächsten Garden. Sehr gut. Von hier aus wäre das der Galbadia Garden. Wir können dorthin mit dem Zug fahren. Es gibt eine Station, die East Academy heißt. Von dort aus müssen wir durch den Wald westlich der Station, um zum Galbadia Garden zu kommen. Ich war dort schon ein paar Mal. Es sollte alles gut gehen. Okay, dann. Wir werden aus Timber flüchten. Die Party wird sein. Ich tausche mal noch Renoir mit rein. Und gut, Selfie ist gechunction. Dann muss ich den Junction Exchange noch zwischen Renoir und Selfie machen. So. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das richtig so war. Los geht's. Seid vorsichtig. Nimm das mit. Sehr nett, wir bekommen einen Trank, ein Wiederbelebungs-Item und ein paar Items gegen Statusveränderungen. Das will ich gerade nochmal gucken, hat das... Nein! Das hätte vorher so gepasst. Dann müssen wir jetzt nochmal Renoir mit Selfie tauschen. Jetzt passt das Ganze. So. Ja, wir wollen mit dem Zug fahren. Da müssen wir da lang. Mysteriöse Mann. Renoir, Squall. Ich bin's. So? Tut ihm ausnahmsweise mal nicht der Magen weh. Du bist zur East Academy, richtig? Dafür gibt es keine Tickets mehr. Super, duper, mega... schlecht. Gut, tu was auch immer nötig ist, damit wir in diesen Zug kommen. Ihr müsst gar nichts tun. Seht mal her. Ich habe für jeden von euch ein Ticket. Eins für dich. Drei für euch Seats. Ich gebe sie dem Anführer. Das letzte ist für mich.
Zone? Nein. Komm schon, nimm es. Ich kann das nicht nehmen, dass es dein ist. Au. Au, mein Magen. Ja, jetzt tut ihm sein Magen wieder weh. Geht einfach. Ich danke dir. Zone. Wir werden uns wiedersehen, okay? Egal was passiert. Du musst überleben. Wir müssen für die Freiheit Timbers kämpfen, zusammen. Ja. Ich weiß. Ich werde mich im Badezimmer verstecken oder sowas. Jetzt geht. Ist immer gut, wenn man Hintermänner hat. Sehr interessant, hier kommt man direkt bei den Schienen raus. Haben wir einen Zug, ja. Der Zug führt nach Dolette ist abfahrtbereit. Er stoppt an der East Academy. Sehr praktisch. Auf in den Zug. Ja, wir müssen das nicht nochmal checken. Wir fahren zur East Station. Oder na, nach East Academy. Gehen dann nach Westen durch den Wald. Und dann sind wir fast beim Garten. Der Zug fährt ab. Aufmachen. Aufmachen. Bitte. Mach auf. Besser, ich lasse sie einfach mal machen. Danke. Selfie fährt wirklich gerne Zug. Wir sollten bald da sein. Willst du mit uns? Oh Mann. Hast du gerade irgendetwas gesagt? Nichts Wichtiges, aber... Gut, wir haben es geschafft. Ich muss so und dafür danken. Er mag schmutzige Magazine. Das behalte ich im Hinterkopf. Na komm, Xel, rede mit uns. Nein. Nein, er redet nicht mit uns. Selfie was zu sagen. Ich liebe Züge. Okay, da geht's nicht weiter. Zug, nimm uns mit. Ich sing euch das jetzt nicht. Nimm uns in die Ferne. Was? Was gibt's? Jetzt hält sich auch, das ist unwirklich. Bleiben wir bei ihm. Naja, wenn wir sagen, leave him alone, ihn alleine lassen, dann geht's weiter. Hey.
sind sehr interessante Loks. East Academy, aussteigen. Yo. Gut, und jetzt müssen wir nach Westen, ist es da lang. Wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Wir sind nicht weit weg vom Galva-Diagramm. Ja, ich habe mir gerade überlegt, da könnten eine schlechte Nachrichten von der galvadianischen Regierung sein. Was, wenn wir geschnappt werden? Was auch immer passiert. Komm schon, lass es gehen. Ich mache mir Sorgen um den Balamtgarten. Wenn irgendwas dem Garten passiert, ist das meine Schuld. Ich bin der, der gesagt hat, dass wir alle vom Garten sind. Denkst du, der Präsident wird sich im Garten rächen, nehme ich mal an. Vielleicht. Verdammt. Aber da sind noch eine ganze Menge Sitz im Garten. Sie würden nicht gegen die Armee, die galvadianische Armee verlieren, würden sie? Kommt drauf an, wie stark die Armee ist. Ich weiß aber, Score ist mal wieder sehr feinfühlig. Oh, du bist echt ein toller Anführer, nicht? Dir macht es Spaß, deine Teammitglieder, deine Kameraden so zu behandeln, hm? Nicht schon wieder. Xel wollte deine Unterstützung. Ich wusste, dass jetzt sowas kommt. Irgendwas Aufbauendes. Ja, ja. So ist Squall nun mal. Wie auch immer. Ist überhaupt zu? Was zum... Das kennen wir doch. Dieses Mal sind es Christus und Selfie, die noch mitkommen. Ja, wir wissen schon wieder, was das heißt. Was passiert? Ich denke, sie sind drüben. Und willkommen zur zweiten Laguna-Sequenz. Kyros, bist du dir mit diesem Ort hier sicher? Positiv. Ich möchte nicht den falschen Ort patrouillieren wie das letzte Mal. Oh, tut mir leid, das ist nicht der Ort. Das war's. Lass uns gehen, Commander. Laguna ist ein Tollpatsch. Hat die falsche Karte mitgebracht. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Na, ist bloß Einbildung. Alles ist okay. Alles ist cool. Stellt sicher, dass ihr voll equipped seid. Gut. Was diesmal in der Laguna-Sequenz passiert und wo die drei gelandet sind, wo sie eigentlich gar nicht hin wollten, sehen wir in der nächsten Folge von Final Fantasy 8. Bis dahin.